ich bin Laura und ich habe meinen entwicklungspolitischen Freiwilligendienst in Ruanda gemacht. Und dort habe ich in den Dörfchen Remera Rukoma gelebt und an einer Schule mitgearbeitet. Meine Einsatzstelle war die große öffentliche Schule im Dorf. Und da war die Nursery School, die mit dem Kindergarten ein wenig vergleichbar ist, die Grundschule und auch die weiterführende Schule, alle auf einem großen Gelände. Die Nursery School besteht aus ca. 45 Kindern und zwei Lehrkräften. Ein Teil der Zeit sind immer alle Kinder zusammen in einem Klassenraum und können dort spielen, kleine Bilderbücher anschauen oder es wird auch zusammen gesungen. Und irgendwann werden sie dann immer aufgeteilt in zwei Klassen. Dann gibt es einmal die Klasse mit den Jüngeren, wo die Kinder ungefähr 3 bis 4 Jahre alt sind, und die Klasse mit den älteren Schülern, die dann 5 bis 6 Jahre alt sind. Und dann gibt es mittendrin noch immer eine gemeinsame Pause draußen, wo dann alle zusammenspielen. Meine Aufgabe in der Nursery School war, die Lehrkräfte zu unterstützen. Ich habe mit den Kindern zusammen gesungen, kleine Gedichte einstudiert oder auch einfach nur gespielt und gelacht. Und dann habe ich, wenn die Klassen aufgeteilt wurden, eine Lehrkraft immer begleitet und habe dann kleine Unterrichtseinheiten übernommen. In den Unterrichtseinheiten habe ich mit den Kindern das Buchstaben und Zahlenschreiben geübt und mit den Älteren auch kleine Rechenaufgaben. Außerdem haben wir Englisch zusammen gemacht, wie zum Beispiel ein paar Vokabeln mit ihnen geübt. Morgens bis mittags war ich in der Nursery School und am Nachmittag hatte ich dann eigenständige Stunden an der Secondary School. Die Secondary School ist um einiges größer, mit mehreren hundert Schülern. In den meisten Klassen sind 50 bis 60 Schüler. Und der ganze Unterricht findet auf Englisch statt. Die Altersstruktur innerhalb der Klassen ist sehr gemischt. Das heißt, dass es 13-jährige Schüler gibt, die dort lernen, aber auch 22-jährige, die gerade in der zweiten Klasse in der Secondary School sind, also in der 8. in der deutschen Schule. Auf die Woche verteilt hatte ich dann am Nachmittag 6 bis 7 unterschiedliche Klassen. Diese waren in den Jahrgängen Senior 2 bis Senior 4. Diese waren vergleichbar mit den Klassen 8 bis 10 in Deutsch. In diesen Stunden durfte ich mir eigenständig überlegen, was ich mit den Schülern mache. Es war nur wichtig, dass die Schüler selbst ins Englischreden kommen, weil sonst der Unterricht ziemlich frontal ist und sie selbst nicht so viel reden. Hauptsächlich habe ich dann mit den Schülern kleine Gedichte geschrieben, wir haben Gruppenspiele gespielt und Lieder gesungen. Für die Arbeit ist wichtig, dass man sehr offen ist, Spaß und Freude an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen hat, spontan ist und sich auch nicht aus der Ruhe bringen lässt, wenn mal etwas nicht so klappt. Man sollte ebenfalls keine Angst vor Körperkontakt haben, weil man mit den Kindern oft kuschelt und sie in den Arm nimmt. Für die Gestaltung der Unterrichtsstunden wäre es ebenfalls gut, wenn man kreative Ideen hat. Zusammengefasst bietet diese Stelle einen großen Freiraum an Gestaltungsfreiheit, weil man sie nach seinen Interessen und Stärken auslegen kann. Das ist mein schönes Haus und es ist das Gästehaus der Kirche. Diese hat auch während meiner Zeit das Haus noch weiterhin genutzt als Ort für Mittagessen bei wichtigen Gästen. Deswegen ist es wichtig, sehr flexibel und auch spontan zu sein, weil es sein kann, dass man ganz schnell alle eigenen Dinge aus dem Wohnzimmer in das Schlafzimmer räumen soll.